Und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir melden uns zurück im neuen Jahr aus Frankfurt. Wir wünschen euch erstmal, hallo. Ja. Ich wollte erstmal allen unseren Fans ein gutes neues Jahr wünschen. Und Zuschauern. Genau, und Zuschauern. Ein gesundes neues Jahr wünsche ich euch allen. Genau. Und wir sind ja schon wieder auf der Durchreise. Wir haben beschlossen, unser neues Jahr in Afrika zu verbringen. Genau. Also wir fliegen nach Afrika, sind jetzt gerade nach Frankfurt gefahren mit dem Zug und sind jetzt am Flughafen angekommen. Und hier können wir uns jetzt erstmal 2 bis 3 Stunden aufhalten. Jetzt werden wir erstmal was essen gehen und dann einen Flieger und dann nachts schlafen. Mal schauen, wie viele Eindrücke wir hier mitnehmen können. Und wir nehmen euch natürlich mit. Wir lassen euch nicht allein. Und bist du satt? Wer ist mit den Chips zu Fleisch? Wo gibt's so? Frische Chips. Boah, frisch. Im Bett geht und schaut mal nach. Nimm mal ein normales Chip. Bist du wenigstens satt? Hab mich irgendwie gesättigt. Oh mein, Nudeln. So Leute, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, bis Ilkays Video umwandelt und haben gerade unsere Koffer abgegeben. Also zum ersten Mal muss ich sagen, beim letzten, ohne Scheiß. Jeder hat schon die Koffer abgegeben. So leer, schau mal hinten. Gar da ist gar nichts mehr los. Oh, das war voll knapp, Frau, gell? Das war richtig knapp. Ich muss nach vorne. Haben wir eine Ruhe Nummer? Ich kriege 24. Warte mal. Bleib mal Insta-Story. Zeit zum Essen wieder einmal. Es geht wieder nur mit dem Plan. Also meine Lieben, wir sind jetzt endlich in unserem Hotel angekommen, haben eingecheckt und sind auch schon in unserem Zimmer. Wie ihr vielleicht im Hintergrund seht, der Hakan ist schon am Schlafen, weil wir wie gesagt fix und fertig einfach nur waren. Von der Fahrt erstmal nach Frankfurt, dann der Flug, der zu lange dauert und bis wir hierher im Hotel dann gefahren sind. Das war so viel Stress einfach nur für uns, dass der Hakan gesagt hat, er packt überhaupt nicht mehr und schläft jetzt. Ich habe jetzt ein bisschen die Koffer aussortiert. Ja, und beende aber auch jetzt schon den Vlog hier. Wir werden euch natürlich immer auf dem Laufenden halten und nehmen die Kamera fleißig für euch mit. Aber für den ersten Tag reicht es jetzt erstmal. Wir werden heute nicht mehr so viel machen, ausruhen und dann essen gehen und ein bisschen die Gegend erkunden. Das war's dann aber auch schon. Die richtige Action geht dann morgen los. Bleibt einfach dran und verfolgt uns weiterhin hier in Afrika. Bis dann. Tschüss.